Gehen wir einfach mal raus. Das... Ja, es ist Tag. Ich kann es kaum fassen. Aber es ist Tag. Das Licht brauchen wir jetzt kaum noch, aber ein bisschen dunkel ist es doch immer noch, ne? Finde ich. Spiel nähert sich dem Ende, das finde ich gut. Ich mache eine 2-Part-Session vielleicht raus. Je nachdem, wie das Spiel jetzt weitergeht. Ja, Revolver-Krams. Brauche ich nicht, habe ich nicht mitgenommen. Ich wollte die Glock behalten. Da hatten wir auch genug Muni von und die können wir wenigstens dual-readen mit der Lampe. Auch wenn wir die Lampe jetzt gar nicht mehr brauchen. Aber das hat mir hier niemand gesagt. Ja, ich finde es immer noch ein bisschen dunkel. Aber hätte man mir gesagt, dass die Sonne jetzt wieder da ist, dann hätte ich vielleicht den Revolver stattdessen mitgenommen. Vielleicht. Da ist die Tür, okay. Ich kann ja bis jetzt noch zurück für den Fall. Okay, spätestens ab hier wird es nicht möglich sein. Ich habe gewusst, dass sowas kommt. Sowas hatte man ja auch in Silent Hill 2, ne? Use the movement keys to move the boat. Die Wassergrafik gefällt mir offen gesagt sehr gut. Also, ist vielleicht nicht so professionell, aber mir gefällt das Wasser. Diese Spiegelung und alles, das ist wirklich sehr schön. Nur in Silent Hill 2 war es nebliger. Da hast du nicht so ganz gesehen, wohin du dich bewegst. Und hast dann so ein bisschen die Map zum Navigieren gebraucht. Hier ist es weniger der Fall. Hier sehen wir ja direkt, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir rudern und kehren so ein bisschen in uns, weil das ist, glaube ich, das, was dieser See von uns möchte. Oder was die Entwickler wollten, als sie diesen See geschaffen haben. Was so gesagt auch das gleiche ist, was die bei Silent Hill 2 wollten. Das ist so geklaut. Aber schön. Es war was, das fand ich gut. Wobei bei Silent Hill 2 hatte das vielleicht auch eine tiefere Bedeutung. Oder war vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Ist das jetzt unser Zuhause? Das kannst du mir nicht so ganz erklären, ne? Ich wusste, wir brauchen das Licht noch. Ich habe den Revolver nicht mitgenommen, Spiel. Die habe ich auch nicht. Also das war seine Waffe, glaube ich, oder was? Spritze kann ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit anfangen. Es war so ein bisschen trügerische Sicherheit, ne? Jetzt bricht die Treppe ein. Brauchst gar nicht so zu atmen, Simon. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Da sind noch Viecher, die du managen kannst. Ich bekomme alles, nur nicht Munition für eine Waffe, mit der ich was anfangen kann. Atme nicht so, Simon. Es ist doch relativ okay noch. Irgendwie führt das uns nirgendwo hin. Das ist ja komisch durch den Boden gewachsen. Wollte ich nur mal so anmerken, ne? Natürlich müssen wir jetzt wieder in den Abgrund. Wie sollte es denn auch anders sein? Ich bin sehr froh, die Taschenlampe nicht weggeschmissen zu haben.
Vielleicht ist auch... Sind die Ereignisse, die hier jetzt geschehen, auch so ein bisschen... Achso, ja, ich muss runterklettern. Ich sehe aber nichts. Ich sehe gar nichts. Okay, jetzt fange ich langsam an, wieder was zu sehen. Natürlich wieder die Kanalisation. Was sollte es sonst sein? Ich hätte vielleicht dieses Speicherdings benutzen sollen, ne? Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Ich glaube, wenn man hier richtig gezielt hat, konnte man die auch... Eigentlich konnte man die doch mit zwei Schüssen schon lahmlegen. Ich glaube, die sind heftiger geworden, weil die damit gerechnet haben, dass wir jetzt eine andere Waffe haben. Ich muss nachladen. Wobei, jetzt wird eh geschwommen. Getaucht, wollte ich sagen. Und jetzt geht da einer rein und kackt hier rein, oder? Da oben. Ihr seht, wo ich meine, ne? Das, was man jetzt schon nicht mehr wieder sehen kann. Ich kann so gesagt selber auch nicht mehr viel sehen. Simon, du kannst relativ realistisch lange die Luft anhalten dafür, dass du dich sportlich betätigst. Das rechne ich dem Spiel hoch an. Das haben andere Spiele nicht zu bieten. Andere Spiele haben an der Stelle längst maßlos übertrieben. Der arme Simon, er muss hier an seine Grenzen gehen. Aber wenn er das nicht täte, wüsste er vielleicht nie, wo seine Grenzen sind. Ich warte ja noch darauf, dass dann irgendwann auch mal von oben was kommt. Vielleicht hat das jetzt auch was mit dem Ending zu tun. Wir könnten jetzt durch die Tür nicht gehen. Ach so. Okay. Ich verliere so ein bisschen hier die Orientierung. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es hier alles gleich aussieht. Sieht voll komisch aus, Simon. Hier ist ein Gitter. Das geht wahrscheinlich hinter uns wieder zu. Oder auch nicht. Versuch hier mal einer die Orientierung zu behalten. Alter, geh da rein. Dass das unten nicht ganz geschlossen ist, hat garantiert irgendeinen Sinn. Ich überschreibe wieder den untersten Spielstand. Und bin gespannt, was jetzt kommt. Fickt euch so richtig. Fickt euch einfach so mega derbst. Ihr kleinen Lutscher. Ihr kleinen Spastiker. Hm.
Ich muss was ablegen. Ich find's jetzt nicht schlimm, wenn eine Spritze verschwindet. Aber ich muss einen ziemlich unnötigen Umweg gehen, damit ich den Schlüssel mitnehmen kann. Weil sie uns keine verfickte Tasche gegeben haben, die Oberspackos hoch 20. Ich hoffe, das hat an Luftholen gereicht, Simon. So einmal... Und dann musst du wieder tauchen. Scheint aber gereicht zu haben. Wir schmeißen hier an dieser Stelle unsere gesamten Spritzen weg. Haben wir ordentlich viele von, ne? Eine ordentliche Sammlung. Und jetzt holen wir den Schlüssel. Falsche Richtung. Weiter, Simon. Weiter. Du sollst da hoch. Kleines unfähiges Etwas. Ja, tauch wieder. Ich wünschte, wir könnten das Tauchen irgendwie beschleunigen. Macht das Klicken es irgendwie schneller? Irgendwie nicht, ne? Und wieder rein mit dir. Nein, das macht es nicht schneller. Also hier oben. Sind wir schon mal nahezu richtig? Ich wollte schon sagen, Simon, wieso benutzt du denn die Taschenlampe nicht? So, das speichern wir jetzt. Holen uns ganz schnell den Schlüssel. Renn! Renn, 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 renn! Rein! Rein! War das denn jetzt so schwer? Ich will den nicht nochmal holen müssen. Nein! Nein! Holz? Tschüss, 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 tschüss. Ha! Geschafft. Halleluja. Hoch. Oh, Luft. Der kann nicht tauchen. Würde mich zumindest schwer wundern, wenn er mit seiner schweren Kettensäge tauchen könnte. Könnte er denn wenigstens bitte verstummen? Wieso hören wir ihn denn noch so klar und deutlich? Das macht keinen Sinn. So, Herzinfarkt. Infarkt, sagt man doch so, ne? Oder? Komm hier hoch. Hm? Wir hören ihn so, als wäre er direkt neben uns. Das gefällt mir nicht. So, nimm deine ganzen Spritzen wieder mit. Du wirst sie brauchen. Und jetzt geh weiter. Und jetzt wünsche ich mir einen Speicherpunkt. So sehr. Damit ich sicher bin. Denn wenn mich jetzt irgendwas killt, muss ich all das nochmal erleben. Diese Vögel, die sorgen für ein Gefühl der Sicherheit. Ich hasse sie dafür. Sie wollen nur, dass wir uns sicher fühlen, damit wir wieder... War dieser Kettensäckentyp da jetzt eigentlich nötig? Der wirkte jetzt richtig, als ob der einfach nur das Spiel noch weiter strecken soll. Oh, I'm at Kirkville now, my hometown. I hope everything is okay here. Glaube ich wohl nicht, ne? Wenn hier schon so Revolvermunition liegt. Und die Straßen mit Autos zugesperrt sind. Fange ich an, das zu bezweifeln. Und die Türen nicht aufgehen. Das sind doch keine normalen Umstände. Und hier ist schon wieder ein weißer Bus. Das ist der Beweis. Dass nichts in Ordnung ist. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Alles klar. Abandoned Building, Gedöns. Wir überspeichern einfach den obersten Spielstand.
So. Ich habe die optimale Partlänge für zwei Parts. Und das Spiel fängt an zu ruckeln. Alles zeigt. Okay, jetzt geht's wieder. Dennoch würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Cry of Fear. Bis dann. Tschüss und jetzt verpisst euch.